Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Let's Play Das Schwarze Auge Satinavs Ketten. Im letzten Part sind wir hier auf dem Markt gewesen, haben dem Spielmann gebeten, Hildas Lied zu spielen. Dadurch konnten wir uns aus dieser Schachtel hier das Gewinn losnehmen und somit durch einen kleinen Trick hier auch gewinnen. Haben uns dann den Pflaumenschnaps genommen, konnten die Schweine bearbeiten, so dass sie umgefallen sind und haben dann unser Eichenblatt in dem Schweinetrog gefunden. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch das letzte Eichenblatt bekommen, was Olgiert hat. Und außerdem mal gucken, wie wir das überhaupt machen. Wir müssen jetzt auch hier noch irgendwas machen. Und zwar habe ich einen Tipp bekommen, beziehungsweise eigentlich zwei, aber ein Tipp wäre zum Beispiel gewesen oder war, dass ich doch mal hier nochmal bei den Fässern gucken soll mit diesem Seil. Werde ich auch mal gucken. Ein einziges Seil für all diese Fässer. Ja. Ich bin allmählich zu alt für solche Streiche. Moment, vielleicht kann ich irgendwas machen. Hm? Nein. Halt den Flock ersetzen. Vielleicht muss ich den Flock nehmen. Nein, was soll das? Ich bin allmählich zu alt. Okay, dann gehen wir nochmal nach oben. Also, der... Ja, ja, das wissen wir ja noch. Der Wächter vor dem Einblatt. Ja, aber er schwört... Lass mich nach... Ja gut, mit diesem Rätsel, das ist mir vorhin auch durch den Kopf gegangen. Vielleicht ist es ja so, dass er ja nicht das Eichenblatt in der Tasche hat, vielleicht so ein Zettel, also so ein Blatt oder so, wo dann vielleicht noch eine neue Info draufsteht. Keine Ahnung. Ich bin allmählich zu alt für solche Streiche. Okay. Jetzt haben wir nichts. Hammer. Das ist keine Hilfe. Keine Ahnung. Na gut, dann gehe ich mal den anderen Tipp, gehe da mal auf die Spur. Und zwar hat mir jemand per PN geschrieben, ich hätte wohl vergessen, bei uns zu Hause noch einen Gegenstand mitzunehmen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich alles gesehen habe, aber ich werde hier, glaube ich, diese Taste öfters mal benutzen zur Hilfe. Das war ja das Katapult, was nicht ging. Das war unsere Kiste, die ich mal zumachen werde. Das waren unsere Eltern. Ich schaffe das. Ihr werdet sehen. Es laufen gerade einfach nur ein paar Dinge schief. Ich frage mich echt, was mit den Eltern von Geron passiert ist. Ich weiß nicht, ob man da nochmal was drüber erfährt. So, dann gehen wir mal nach oben. Hier unten war jetzt nichts mehr. Mal gucken, das war der Käfig. Kannst du nicht warten, bis ich ihn wieder hergerichtet habe? Okay, das war's nicht. Glaskolben vielleicht? Du sollst die Finger davon lassen. Zerbrichst es nur wieder. Okay, für einen kurzen Moment dachte ich echt, der nimmt den jetzt. Warte mal, hier ist noch was. Warte mal, steht da Gehstock. Ah, Moment. Ich glaube, das ist es. Ich leihe mir einmal deinen Gehstock. Mhm. Das Bild, das hat mir ja noch... Ich glaube... Gwendling hat gestern das ganze Zimmer durchwühlt, um diese Zeichnung wiederzufinden. Und wie immer hat er verschwiegen, was sie bedeutet. Man sieht ja auch immer so schön, wenn man drauf geht, dass hier in diesem schwarzen Symbol wie so eine Art Denkblase ist. Also er denkt sich dann über diesen Gegenstand was. Hier versucht das zu nehmen, das versucht er zu nehmen, was aber halt nicht wirklich funktioniert. Oder das versucht er anzutipsen, keine Ahnung. Und hier kann er halt mitsprechen. Ich sollte vielleicht ein bisschen mehr auf die Symbole achten. Gut, ich glaube nämlich, ich weiß, was ich mit diesem Gehstock machen muss. Das ist nämlich kurz vor der Aufnahme habe ich mich auf dem Markt nochmal umgeguckt, weil ich dachte, du musst doch irgendwas vergessen haben. Und da ist mir dieses Seil nochmal aufgefallen, was hier oben liegt, hängt. Und Geron hat dann gesagt, dass er wohl nicht rankommen würde, weil seine Arme zu kurz sind. Da habe ich mir gedacht, naja, vielleicht müssen wir irgendwie hier hoch und vom Fenster aus. Aber jetzt, wo wir den Gehstock haben, könnte ich mir vorstellen, dass wir da irgendwie was mitmachen können. Das ist ein Stadtmittelhemd. Was machst du da? Der schöne Festschmuck. Ich darf das. Okay, wir haben das Stadtmittelhemd bekommen. Können wir denn auch die Unterhose holen? Die brauche ich nicht. Okay, gut. Na gut, vielleicht müssen wir das ja anziehen. Tatsächlich. Eines von Olgierts Messing-Eichenblättern. Mal sehen, was dem Schwätzer dazu einfällt. Okay. Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Ich wollte es doch anziehen.
Ich glaube, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ja, ich habe die falsche... Ah, ich kann mit Rechtsklick, kann ich nochmal überprüfen. Jetzt kann Olgirt auch nicht mehr gewinnen. Es sei denn, er verhandelt. Mhm. Mal sehen, was der zu den anderen Sachen sagt. Kein Zweifel. Dieses breite Wams kann nur Troga gehören. Quinlings Gliederschmerzen werden immer schlimmer. Selbst mit dem Gehstock verlässt er kaum noch sein Zimmer. 3 habe ich. Fehlt noch das 4. Hilf dir selbst, dann hilft dir Fex. Nicht mal genug für eine Schweineklaue. Ich habe seit Jahren nicht mehr gespielt. Quinlings neuester Entwurf. Sie bricht den Vögeln jetzt nicht mehr die Flügel. Ein guter Köder für biestiges Federvieh. Die beste Falle, um die Tiere lebend zu fangen. Wenigstens habe ich Ulfried den Hammer abgenommen. Okay, das war's. Wir haben jetzt das Messingblatt von ihm. Ich denke mal, dass wir jetzt mit Olgirt reden müssen. Vielleicht gibt er unseres ja jetzt zurück. Willst du was? Olgirts Eichenblatt. Sieh mal, Olgirt, ein Eichenblatt aus blankem Messing. Ist mir einfach vor die Füße gefallen. Das muss das vom Burgwächter sein. Wo hast du... Wie nett. Lass uns doch tauschen. Eichenblatt gegen Eichenblatt. Damit du gewinnst? Auf keinen Fall. So gewinnt keiner von uns beiden. Es sind noch andere im Wettstreit, wie du weißt. Also schön. Wie viele Eichenblätter hast du schon? Genauso viele wie du. Verstehe. Also gut, Vogelfänger. Heute ist dein Glückstag. Wir tauschen. Aber sei gewarnt, Gion. Wenn du gewinnst, schlägt Ulfried dich grün und blau. Dann sollte er sich schon mal ausruhen. Ich habe alle 4. Jetzt schnell zum Haushofmeister. So gesehen hat er ja gar nicht gelogen. Er meinte ja, er hat genauso viele Eichenblätter wie er. Gut, das eine hat er ja jetzt noch nicht besessen, aber durch den Tausch hat er halt 3 bekommen und wir hatten halt auch 3 und jetzt haben wir die kompletten 4. Jetzt gehen wir mal zum Haushofmeister zurück. So. Und schauen mal, was der uns jetzt hier erzählt. Du schon wieder? 4 Eichenblätter. Ich habe alle 4 Eichenblätter. Was? Du? Zeig her. Tatsächlich. Jetzt sieht die ganze Färberbande, wer der Dumme war. Nicht so schnell. Eine Aufgabe steht dir noch bevor. Aber ich habe alle 4 Blätter beisammen. Nimm diese Stadtbanner und hisse es vor den Toren der Burg. Oh je. Das riecht nach Schikane. Es ist ein Tribut an deine Stadt und an deinen König. Es zeigt deinen Stolz, Untertan des Andergaster Königshauses zu sein. Kinderspiel. Geht klar, also wir sollen jetzt... Na, wo ist meine Maus? Ach da, hing wohl gerade kurz. Wir sollen jetzt dieses Banner aufhängen. Ich denke mal, dass es hier sein wird, weil hier ist ja schon eine Korbel und so eine Fahnenhalterung. Genau, und jetzt an der Kurbel drehen. Na, das lief ja problemlos. Der Vogelfänger hat gewonnen. Das ist kein gutes Omen. Du hast den Sieg in der Eichenblattqueste errungen. Wer hätte das gedacht? Um deine Ehrung zu empfangen, darfst du heute vor den König treten. Aber einer wie du wird nicht einfach so zum König vorgelassen. Höre mir also genau zu. Alles, was ihr sagt, Meister Haushofverwalter. Königlicher Haushofmeister. Entschuldigt. Die erste Regel. Sprich nur, wenn du angesprochen wirst. Keinesfalls dem König ins Wort fallen. Oder mir. Und du gehst nicht weiter als 7 Schritte vor den Thron. Jawohl. Du weißt, wie viel 7 ist, ja? 7 kommt nach der 6. Der König wird mit königliche Hoheit oder Majestät angesprochen. Königliche Hoheit, so wird es gemacht. Bereite mir keine Schande. Ein falsches Benehmen und du bist die längste Zeit in Andergast gewesen. Dann bringen wir es jetzt hinter uns. Oh je, das hört sich an, als ob er rausgeschmissen werden soll. Achso, die suchen vielleicht schon einen Grund. Neuendorf? Rapport. Die junge Königin von Nostria wird die kommenden Tage nicht vergessen, Majestät. Wurde die Garde aus der Rüstungskammer eingekleidet? Und ist endlich der Bote mit den Willkommensgrüßen entsendet? Nicht nur das, mein König.
Feine Pasteten sind aus dem Albernischen eingetroffen. Sie munden vorzüglich. Und für das abendliche Gastspiel konnten wir endlich die Rolle des Schurken Murgol besetzen. Es ist der alte Buckeldorn, mein König. Eine interessante Wahl. Soll er aber die Königin nicht allzu schrecken? Wie ihr wünscht, mein König. Wer ist der junge Mann dort? Auch ein Schausteller? Majestät, die Eichblattqueste der kleinen Tournei für das einfache Volk hat heute einen Sieger gefunden. Der junge Geron aus dem Ledererviertel. Ah, okay, wir können anfangen. Wir werden natürlich eine sehr formelle Anrede wählen. Euer Majestät? Der Junge ist Zögling des Waldläufers Gwynling. Ist das wahr? Na klar. So ist es, Majestät. Der alte Gwynling. Ohne ihn müssten wir wohl noch heute den Seher fürchten. Majestät, vergesst nicht, dass... Er hat seine Schuld beglichen, wie dem auch sei. Hiermit ernenne ich dich zum Sieger der Eichblattqueste, Geron. So sei es gesprochen und gesiegelt im 1889. Jahr der Unabhängigkeit. Mögest du Andergast stolz machen, Junge. Du kannst dich jetzt bedanken und erheben. Hab Dank für diese Ehre, Euer Majestät. Deine Audienz ist beendet. Wartet. Sag, hast du das Jägerhandwerk von Gwynling gelernt, Geron? Was ich mich jetzt ganz kurz frage, was hat Gwynling damit zu tun, dass der Seher nicht mehr ist? Hieß es nicht eigentlich irgendwie so ein Ritter Olderich oder so soll daran beteiligt gewesen sein, dass er verbrannt wurde? Oder, nee, Moment, wurde der nicht von Olderich getötet? Warte mal, Olderich wurde vom Seher getötet? Irgendwas war da gerade. Letzten Mal. Ich weiß jetzt gerade nur nicht mehr, um was es ging. Was nehmen wir denn mal hier? Angeben, bescheiden oder verlegen? Immer verlegen machen. Ich bin nur ein einfacher Vogelfänger. So, so. Sagt von Neuendorf. Konnte inzwischen etwas gegen die Krähen im königlichen Gästegemach unternommen werden? Majestät, wir unternehmen alle Anstrengungen. Aber? Sie geben sich sehr hartnäckig, mein König. Wahrlich biestige Krähen. Das höre ich seit Tagen. Das Gesinde gibt sein Bestes. Nicht gut genug. Die nostrische Königin wäre beleidigt. Geron, wirst du mit ein paar Krähen fertig? Das sind Vögel wie alle anderen. Man lockt sie, casht sie, hat sie. Das ist ein Wort. Hiermit erteile ich dir den Auftrag, das königliche Gastgemach von allen Krähen zu befreien. Aber Majestät... Der ganze Hof ist in Aufruhr, Neuendorf. Ihr könnt sicherlich eine helfende Hand gebrauchen. Natürlich, mein König. Ich frage nur, ihr wisst schon, was man über ihn sagt. Bleibt mir weg mit Volkes Aberglauben. Es ist beschlossen. Bringt den Jungen sofort in das verwüstete Gemach. Sehr wohl, mein König. Mach deine Sache gut, Geron, und wir sehen uns wieder. Andergasts Schicksal liegt in deinen Händen. Ich werde euch nicht enttäuschen, mein König. Da hast du mir ja was Schönes eingebrockt, Junge. Wehe, du bringst uns Unglück. Ich werde mein Bestes geben. Die Krähen haben sich seit gestern hier eingenistet. Siehst ja, was sie hier angerichtet haben. In wenigen Tagen trifft die Königin von Nostria ein. Das hier ist das einzig angemessene Gemach für einen solchen Gast. War bestimmt ein hübsches Zimmer. Spare dir die frechen Worte. Fang lieber die Krähen. Fangen, nicht töten. König Efferdans Gemahlin will keine schlechten Omen, hörst du? Verstanden. Ich denke mir etwas aus. Und keine Diebesfinger. Okay. Also der König scheint ziemlich vernünftig zu sein. Er scheint nicht so auf das Gequatsche der einfachen Bevölkerung zu hören, was dieses Omen oder beziehungsweise dieser angebliche Fluch von Geron sein soll. Naja. Okay, wir haben jetzt hier, wie ich gerade sehe, zwei Krähen. Und die müssen... Nee, drei Krähen. Drei Krähen. Und die müssen wir jetzt hier fangen. Okay, jetzt... Ich will aber mich vorher mal umschauen, was es hier so gibt. Also es gibt die drei Krähen. Dieser Hirschkopf, Kamin, Kerzenhalter, den wir anscheinend aufnehmen können, und Teppich. Ich gucke mir erstmal den Teppich an. Weicher als mein Bett.
Der muss ein Vermögen wert sein. Mhm. Jetzt der Kamin. So ein riesiger Kamin. In der Burg soll es Geheimgänge geben. Irgendwann werde ich herausfinden, ob das einer davon ist. Aber erst kümmere ich mich um die Krähen. Der Hirschkopf? Der wird noch jemanden erschlagen, so locker wie er ist. Da kann Gwinlings ausgestopfte Eule nicht mithalten. Nee, bestimmt nicht. Mit bloßer Hand fange ich die niemals. Dafür brauche ich Köder und Netz. Aha, aha. Vielleicht hat Gwinling sogar recht. Irgendetwas an diesen Krähen ist faul. Gut, das wird er bei allen Krähen sagen, denke ich. Sinnloser Prunk. Wer zündet so viele Kerzen auf einmal an? Ja, und dann auf so kleiner Fläche auch noch, ne? Also wir haben ja Netz und Köder. Also ich denke mal, dass das Taubenei als Köder fungieren kann. Wir werden uns aber jetzt erstmal den Kerzenhalter mitnehmen. So, und dann Taubenei und Wurfnetz. Die Netzfalle ist für diesen Köder besser geeignet. Ah, okay. Netzfalle. Ein Vogelfänger braucht zwei Dinge. Die richtige Falle und den passenden Köder. Okay, das haben wir schon mal kombiniert. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir das hinstellen. Ich guck mal im Kamin vielleicht. Kein guter Platz für die Falle. Teppich? Okay, das stimmt ja schon mal. Was war das? Nichts. Alles in Ordnung. Okay, also nur gut, dass wir uns jetzt nicht hier hingestellt haben. Ihr habt ja gesehen, der Hirschkopf ist abgefallen. Halterung? Kein Wunder, dass der Hirsch heruntergefallen ist. Die Halterung ist ganz verbogen. Aha, Moment, muss ich die vielleicht mit dem Hammer? Der König hat sicher genug Leute, die das reparieren können. Okay. Da kann Gwinlings ausgestopfte Eule nicht mithalten. Nee, garantiert nicht. Kann ich die wieder aufhängen? Ach, sieh an. Okay, haben wir das also aufgehangen. Ich werde mir, glaube ich, erstmal die Vogelfalle hier nehmen wieder. Das erste Biest habe ich. Leider war das auch mein einziger Köder. Okay. Also wir haben noch ein Wurfnetz. Na, das werfen wir doch mal hier drauf. Es könnte so einfach sein, wenn Vögel nicht wegfliegen würden. Vielleicht kann der hier oben nicht wegfliegen. Es könnte so einfach sein, wenn Vögel nicht wegfliegen würden. Ah, hier ist doch schon die Decke. Der kann nicht wegfliegen. Na gut, keine Ahnung. Ich hänge das Netz an seinem Geweih auf. Aber wo verknote ich es unten? Am Kamin? Ich locke die Krähen in den Kamin und spanne das Netz davor. Dann fliegen sie durch den Schacht und durchs Fenster wieder hinein. Mhm. Unten ver... Irgendwie unten verknoten. Vielleicht kann ich irgendwie die Flöte reinstecken hier und... Ach nein. Okay, dann halt nicht. Der Hammer vielleicht? Keine Zeit für Experimente. Okay, auch nicht. Das garantiert nicht, das nicht. Der Gehstock vielleicht. Wozu? Also ich will das halt irgendwie vielleicht wo reinstecken, dass ich das Netz darum wickeln kann. Ah, okay. Na klar, ja, das ist logisch. Okay, dann kann ich das Netz, denke ich mal, festmachen. Okay. Nicht schlecht. Die Krähen fliegen ins Netz. Der Hirsch fällt herab und die Biester sind gefangen. Fehlt nur noch der Köder. Ja, Köder. Köder ist so eine Sache. Das war ja hier drin, ne? Das erste Biest habe ich. Leider war das auch mein einziger Köder. Ah, der Köder ist immer noch hier drin, ne? Vielleicht wollen die da ja hin. Oh, es passt sogar. Ist ja genial. Mist, es war nur eine. Scheint damals gewesen zu sein, wo der Seher verbrannt wurde. Du bringst das
Habe ich es mir doch gedacht. Was? Wo bin ich? Die Hinrichtung. Der Seher. Schweig! Keine schlimmen Omen. Und ich habe auch noch beim König ein gutes Wort für dich eingelegt. Was ist passiert? Ich weiß, was passieren wird. Bis zur sechsten Abendstunde fängst du die Krähen ein. Oder du kommst an den Pranger. Die Krähen, richtig. Das hat wohl nicht geklappt. Deine Sanduhr rieselt, Vogelfänger. Bis zur sechsten Abendstunde. Dieser Traum, er... Reiß dich zusammen, Geron, und kümmere dich endlich um diese Krähen. Der König vertraut mir. Ich darf ihn nicht enttäuschen. Vielleicht hat Gwynling beim Sezieren etwas herausgefunden, das mir weiterhilft. Ja, wir haben jetzt mal die Szene gesehen mit dem Seher, als er diese Prophezeiung erwähnt hat, dass Geron das Ende bringen wird. Und seitdem sind ja die ganzen Dorfbewohner ziemlich auf ihn zu sprechen, weil sie auch Angst haben. Sie wissen ja nicht, wie er das Ende bringen wird. Nur ehrlich gesagt, meiner Meinung nach, heißt, er wird das Ende bringen, nicht unbedingt, dass die Stadt untergehen wird. Vielleicht besiegt er den Krebs, keine Ahnung, irgendwie sowas in der Art irgendwie, dass er, vielleicht, es muss ja nichts Negatives sein, wovon er das Ende bringt. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich werde jetzt an dieser Stelle aber erstmal aufhören. Wir werden dann im nächsten Part weitermachen und schauen uns mal bei Gwynling um. Vielleicht, wie gesagt, wie er sagte, hat der irgendwas wegen den Krähen rausgefunden und dass wir diese beseitigen oder verjagen oder was auch immer können. Das werden wir, wie gesagt, aber erst im nächsten Part machen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und dass ihr mich da auch wieder unterstützt. Dieses Mal gab es ja leider nicht wirklich viel zu helfen, war irgendwie ziemlich einfach und eindeutig. Das ist aber leider nicht immer so, also mal gucken. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao.